willkommen. Komm rein in die gute Stube. Das ist die Sitzecke, Sofa, Arbeitsplatz. Und wenn Gäste da sind, lässt sich es in 5 Minuten umbauen zu einer Schlaffläche von 1 auf 2 Meter. Also diese Idee, nachhaltig zu leben, hat mich eigentlich schon fast immer begleitet. Und vorher haben wir im riesigen alten Bauernhaus als Familie gelebt. Dann sind die Kinder ausgeflogen. Und ich habe im Bereich von erneuerbaren Energien gearbeitet. Und da war so das Schlüsselerlebnis. Ich dachte immer, mit erneuerbaren Energien, im Speziellen mit Photovoltaik, können wir die Welt retten. Und da habe ich dann erlebt, wie der bekannte Rebound-Effekt das doch sehr schnell zerstört. Also das heißt, wenn jemand dann sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach macht, dann glaubt er mit gutem Gewissen, woanders mehr verbrauchen zu können. Und letztendlich verändert sich nicht viel. Und das war eines der Schlüsselerlebnisse, wo ich mir gesagt habe, nee, es reicht nicht aus, nur eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen, sondern wir müssen wirklich unseren Lebensstil verändern. Wir dürfen nicht so viel an Ressourcen verbrauchen, wie wir es im Moment machen. Das Besondere an der Küche ist, dass wir eine eigene Wasserversorgung haben, eine Pumpe erzeugt einen Wasserdruck von ca. 5 Bar und sie verwendet das gleiche Wasser, was vorher schon verwendet worden ist. Das wird aufbereitet über eine Pflanzenkläranlage und steht dann wieder zur Verfügung für Spülen, Dusche, Waschbecken. Wenn es zum Verzehr sein soll, dann ist noch eine Umkehrosmoseanlage davor. Das ist ein separater Hahn. Da ist dann die Wasserqualität besser als aus jedem Trinkwasserhahn in Deutschland. Dann läuft eben das Grauwasser direkt hier rein. Und von da wird es dann hochgepumpt in die Pflanzenkläranlage. Und das sind 2 Tonnen Filtermaterial. Da muss das dann durchsickern. Und auf dem Weg dadurch kümmern sich die Bakterien um alles, was da drin ist. Und jetzt ist es so, dass an so einem Tag wie heute ist es ja knackig kalt. Und die Bakterien sind so ähnlich wie wir. Wenn es denen zu kalt wird, dann haben sie keine Lust mehr zum Arbeiten. Und da sieht man jetzt oben das Rohr, was aus der Wand rauskommt. Es geht direkt in die Pflanzenkläranlage. Und das ist die Abluft von unserer Lüftung. Das heißt, da kommt warme Luft raus und die schicken wir komplett durch die Pflanzenkläranlage, um den Bakterien ein Wohlfühlklima zu schaffen, damit die weiterschaffen. Und wie lange brauchen die, ehe die so ein bisschen Grauwasser wieder hübsch gemacht haben? Es dauert ungefähr 2 Stunden, bis man dann unten hört, dass es im Frischwassertank reinfließt. Also es ist ganz schön flott. Kochen tun wir mit Bioethanol. Das sind hier 2 Platten und ein Backofen. Das ist so die einzige nachhaltige Variante, die mir bekannt ist. Weil es Gas leider nicht aus nachhaltigen Quellen gibt, aber Bioethanol kann tatsächlich regional angebaut und verarbeitet werden. Die Überlegungen waren, dass ich so leben möchte, dass ich niemand anders schade. Und dass ich auch meinen Enkeln noch mit gutem Gewissen in die Augen schauen kann. Und wenn man sich das Leben auf unserem Planeten im Moment anschaut, ist es eben so, dass einige wenige sehr verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen und dadurch das Leben für den Rest sehr schwer machen. Und vor allem auch für die nachfolgenden Generationen. Und das Ziel für mich war, zu zeigen, dass man durchaus im Rahmen dessen, was für einen zur Verfügung steht, leben kann, ohne auf wesentliche Dinge verzichten zu müssen. Das ist so eine Luxus-Trenntoilette. Man kann, natürlich müssen sich auch die Männer draufsetzen, damit es funktioniert. Aber dann, der Rest geht ganz automatisch. Urin geht direkt nach draußen im Kanister. Der ist ungefähr einmal die Woche voll. Dann verdünne ich ihn 1:10 mit Wasser und es ist ein hervorragender Dünger für alle Pflanzen. Phosphor, Kalium, Stickstoff, perfekt. Das feste Material fällt hinten im Behälter und reicht ungefähr 4 Wochen.
Da kommt dann immer noch ein Einstreu aus Pflanzenkohle und Holzfasern dazu. Der Behälter kommt raus, kommt ein Deckel drauf und unter Sauerstoffabschluss geht die Fermentation dann nochmal etwas schneller. Und nach den nächsten 4 Wochen geht es auf den Kompost. Und da bleibt es 1 Jahr liegen und dann ist es so weit verarbeitet, dass es wieder im natürlichen Kreislauf zurück kann. Das heißt, in die Erde? In die Erde. Wir holen über unsere Nahrungsmittel permanent Nährstoffe aus der Erde und geben ihr nichts mehr zurück. Und glauben, es könnte gut gehen. Normal verwendet man ja die großen Parabolrinnen, um Strom zu erzeugen. Die sind dann 12 Meter lang und 6 Meter breit. Und es stehen Tausende auf einer Fläche. Und die machen dann 500 Grad. Und über eine Dampfturbine Strom. Und das ist das gleiche Prinzip, nur in ganz klein und für einen Espresso. Es gibt diesen schönen Satz, es ist ausreichend für alle Menschen da, aber nicht für die Gier für alle Menschen. Und bei der Sonne ist es sogar so, die wird wahrscheinlich sogar für die Gier ausreichen, wenn man sie denn sinnvoll nutzen würde. Es gibt ein Tausendfaches an Solarenergie als das, was wir verbrauchen. Aber wir nutzen es nicht. Vor allem in den Ländern, wo eigentlich viel Sonne da ist, wird es viel zu wenig genutzt. Es ändert sich ganz langsam, aber noch viel zu wenig. Sieht aus wie eine ganz normale Holzbank, ist aber viel raffinierter als nur eine Holzbank. Und zwar gibt es da im Sitzbereich auf der Seite die Kunststoffbehälter. Die gehen auch hier hinten an der Rückenwand hoch. Und die haben Material drin, was bei 28 Grad schmilzt. Das heißt, wenn es jetzt hier wärmer wird als 28 Grad, dann nehmen die Energie auf und kühlen den ganzen Bereich. Und was aber noch schöner ist, am Abend, wenn es dann kälter als 28 Grad wird, dann ist es eine Sitzheizung. Dann ist es auf der Seite, weil dann das Material wieder anfängt zu kristallisieren und die Energie abgibt. 4 bis 5 Grad wärmer als auf der anderen Seite. Es gibt eine Berechnung von der ETH Zürich in der Schweiz. Die haben in den 90er Jahren das mal ausgerechnet. Und die haben damals berechnet, dass ein Mensch 2000 Watt rund um die Uhr verbrauchen kann, ohne jetzt schädlich auf den Planeten zu wirken. Also das ist die Energie, die zur Verfügung steht. Aber die 2000 Watt müssen dann für alles reichen. Für die Ernährung, für die Mobilität, für die Kleidung und fürs Leben. Und 2000 Watt war in den 90er Jahren. In der Zwischenzeit sind die Ressourcen exponentiell weniger geworden, weil wir haben ja nichts verändert, beziehungsweise haben es eher noch übertrieben. Und die Menschen sind mehr geworden. Also aufgrund der Studie ist es jetzt eher zu sagen, man darf 1000 Watt rund um die Uhr verbrauchen. Und um so ein Verhältnis zu kriegen, im Moment verbrauchen wir in Deutschland pro Kopf um die 5000 Watt. Das ist eigentlich das Fünffache von dem, was uns zusteht und was wir gleichzeitig jemand anders wegnehmen. Das ist eine sogenannte Samba-Treppe, weil auf einer Ebene zwei unterschiedliche Höhen sind. Also man muss sich gut überlegen, mit welchem Fuß man anfängt. Man muss mit dem rechten Fuß hier anfangen. Tanze Samba mit mir! Samba, Samba, die ganze Nacht, tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Du bist ein bisschen sehr spartanisch hier. Spartanisch? Das ist super luxuriös. Eine Riesenliegefläche, Stauraum, super bequem, Blick im blauen Himmel oder nachts natürlich in den Sternenhimmel. Was will man mehr? Der Temperaturunterschied zwischen unten und ganz oben ist eigentlich nie mehr als 2 Grad. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Es ist ein alter Badeofen und die besondere Eigenschaft, die wir nutzen, ist, dass die ganze Energie in den Wassermantel geht. Das heißt, er wird, wenn man anheizt, nicht so heiß wie ein normaler Holzofen, sondern die Wärme entsteht durch die Abstrahlung von dem Wasser und dadurch ist es auf der einen Seite zwar beschränkt von der Wärmekapazität, die ich nutzen kann, aber auf der anderen Seite mache ich den am Morgen an und es ist bis zum Abend warm. Also ich mache den für eine Stunde, feuere ich ihn an
dann ist die Energie im Wasser und dann strahlst die ab. Das heißt, du brauchst ganz wenig Holz. Ich brauche sehr wenig Holz und da das Volumen für die Abstrahlung begrenzt ist, habe ich im Nachhinein noch über einen Wärmetauscher die zwei Heizkörper im Haus angeschlossen. Und jetzt kann es auch minus 10 und 20 Grad draußen haben und es wird hier gemütlich warm. Ich lebe jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr hier. Und was hat sich verändert? Ich fühle mich super wohl. Also ich freue mich, dass eigentlich das eingetreten ist, was ich vermutet habe, dass ich mich wohlfühlen kann auf scheinbar relativ kleinem Raum. Mit Begeisterung erlebe ich die Kreisläufe, in denen ich hier leben kann. Also von den Stoffkreisläufen. Für mich ist es immer ein schreckliches, ist jetzt leicht übertrieben, aber ein unangenehmes Erlebnis, wenn ich draußen auf ein sogenanntes WC gehe. Das ist in der Zwischenzeit eben umgekehrt, wie es früher ungewohnt war, auf eine Trockentrenntoilette zu gehen. Und dieses in den Kreisläufen leben, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich gehe tatsächlich viel bewusster auch mit Abfällen um. Also wenn ich jetzt Teller spüle oder die Brösel am Frühstück vom Brett, die würde ich nie ins Waschbecken geben, weil ich genau weiß, nach einem Monat kann ich sie wieder aus dem Sieb rausholen. Da gehe ich dann raus und die kriegen die Vögel. Und die Wertschätzung für die Dinge, die ich habe, ist gestiegen. Also ich glaube, dass einfach der Mensch nur ein gewisses Potenzial an Wertschätzung zur Verfügung hat. Und wenn die Dinge mal unsere Kapazitäten übersteigen, dann schätzen wir sie auch nicht mehr so. Mit meiner Schwester, die in Frankreich lebt, habe ich eine Wette gemacht, dass ich für mein tägliches Leben nicht mehr als 200 Gegenstände brauche, um glücklich sein zu können. Und deshalb musste jeder Gegenstand, der hier mit reinkam, so die harte Probe überstehen, ob er zu diesen 200 Gegenständen gehören darf. Und es sind dann nicht ganz 200 geworden. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das eine Auswirkung hat. Mir ist nämlich dann tatsächlich meine Teekanne hier draufgefallen und ging kaputt. Und das war richtig schmerzhaft. Also man baut zu den Gegenständen dann auch einen anderen Bezug auf, wenn es weniger sind. Man hat dann ein persönliches Verhältnis mit ihnen. Und das fühlt sich gut an. Also ich glaube, dass es auch ein gesellschaftspolitisches Problem ist, dass wir in der Gesellschaft ja von klein auf vermittelt kriegen, wir bekommen Anerkennung und wir sind glücklich, je mehr wir haben. Und es ist einfach ein Druckschluss. Das ist so ähnlich wie beim Essen. Natürlich, wir brauchen Essen und es ist super lecker, wenn wir was essen. Aber wenn wir satt sind, dann geht es ins Gegenteil. Und ich glaube, dass es mit Besitz genau das Gleiche ist. Also wir brauchen eine materielle Grundgeborgenheit. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Es sollte warm sein, ein paar schöne Klamotten zum Anziehen. Aber auch da ist es so, dass wenn was gut ist, muss mehr davon nicht besser sein. Also da immer noch mehr und mehr und mehr macht nicht glücklicher, was man anhand von vielen Studien sehen kann. Aber gesellschaftspolitisch, wir müssen nur die Werbung anschauen. Da kriegt man es von klein auf genau in diese Richtung serviert. Und es gibt natürlich entsprechend Menschen, die davon profitieren. Also je mehr wir konsumieren, desto mehr landet dann das Geld von vielen bei einigen wenigen. Und die Erkenntnis allein verändert wenig. Also bis es hier oben vom Kopf in die Hand ins Handeln geht, ist ein langer Weg. Searching for things unspoken, we can't hold this token.